Freunde, ein ernstes Thema. Die Rede von Charlie Chaplin aus Der große Diktator, ein Film von 1940. Das ist so aktuell wie nie. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein. Denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern ich will jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weisen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig, aber zuerst kommt die Menschlichkeit, dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht redenswert. Flugzeuge und Internet, Radio, TV, ja, haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden können. Millionen von Menschen können im Augenblick ja meine Stimme hören, mich sehen und hören durchs Internet. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. All denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leiden, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, sind nicht immer da. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet, für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten und Menschen, vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, ja, die euch verachten und die euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven, ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter für diese Politiker und diese machtgierigen Menschen. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte, diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und lasst nicht in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten, Mitmenschen, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit, das Gute im Menschen. Im 17. Kapitel des Evangeliums Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen, also nicht nur in einem oder Gruppen von Menschen. Nein, er lebt in jedem von uns. Ja, Gott lebt in euch allen. Und ihr als Volk habt allein die Macht, ja, die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig und kostbar zu machen. Es ist mit wunderbaren Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, eine schönere Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten eine Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker, die Politiker das auch, deshalb konnten sie an die Macht ergreifen. Das war Lüge und wie alles, was sie euch versprachen, haben sie gelogen. Diese Verbrecher, Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt bleiben, ja? Moderne Sklaverei. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt, lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass, der Intoleranz, der Korruption. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt und Fortschritt und Wissenschaft uns allem zum Segen dient. Ja, Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten.